So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wieder eine kleine Infofolge, auch wenn ihr es heute bestimmt schon 100 Mal gehört, gelesen, gesehen habt und gestern Abend schon. Aber bevor ich jetzt wieder was ganz anderes bringe und heute auch nicht viel Zeit habe, mache ich die natürlich auch zur Vollständigkeit, denn es wurde angekündigt, der nächste Raid-Boss, der nächste legendäre Raid-Boss in den 5er-Raids wird kommen und es ist Palkia. Wer hätte das gedacht? Alle haben gedacht, jetzt kommen Rayquaza als Shiny, aber ich habe schon immer gesagt, das ist totaler Schwachsinn, weil Kyogre, Groudon waren da, Groudon wurde neu eingeführt als Shiny. Wenn die jetzt das nächste auch noch als Shiny direkt rausbringen, das ist wie Perlen vor die Säue geworfen. Es ist klar, dass sie erstmal was ganz anderes bringen, bis sie irgendwann dann mal wieder was Altes holen. Das ist ja eigentlich immer ein bisschen so im Wechsel. Wenn die jetzt ein Shiny-Ding nach dem anderen raushauen, dann ist ja gar nichts mehr da. Also erstmal was Neues, dann irgendwann mal wieder was Altes, dann mal wieder was Neues, dann wieder was Altes als Shiny so. Da ist ja eigentlich ein Muster drin, was eben klar sein sollte. Wir haben die Ingame-Benachrichtigung natürlich bekommen. Ich habe in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass eine gesagt hat, ja toll, Palkia, das ist dann bestimmt wieder so ein 4er oder so ein 5er Raid, den kann ich alleine gar nicht machen und Legendäre sind immer 5er Raids, also die sind ja auch nicht unbedingt für Solospieler. Das ist ja eigentlich auch ein Gruppenspiel, das soll man ja mit Freunden zusammen hingehen, soll die mächtigen legendären Raid-Bosse besiegen und ja. Aber für Solospieler ist das ja nicht schlimm, weil die Dinger kommen ja vielleicht irgendwann in den Feldforschungen, werden einem da hinterhergeschmissen, hat man ja bei den Vögeln und Raubkatzen gesehen oder auch bei Ho-Oh, Lugia und so weiter, selbst die Shiny-Formen. Wer da keine Raids machen kann, der muss sich einfach ein bisschen gedulden und hat dann trotzdem die Möglichkeit. Außerdem sollte es in der heutigen Zeit ja trotzdem durch WhatsApp, Discord, Telegram und so weiter möglich sein, irgendwo in Kontakt zu treten mit anderen Menschen und Gruppen zu bilden, um 5er-Raids zu machen. Jetzt aber zurück zu Palkia. Betritt eine neue Dimension von Raidkämpfen mit Palkia. Ein weiterer neuer Raid-Gegner steht bereit, um dich 2019 zu testen. Das räumlich Pokémon vom Typ Wasser und Drache, Palkia, ist vom 29. Januar, also das wird um 22 Uhr released. Das sind bei uns leider keine Raids mehr, deswegen werdet ihr das erst am nächsten Tag dann ab frühs in den Raids vorfinden. Bis zum 28. Februar auch 22 Uhr. Lasst euch immer nicht von den Texten hier irritieren, ihr müsst das halt umrechnen. Aber wir sind ja nicht die PST, wir sind irgendwas anderes. In Raidcamp rund um die Welt anzutreffen. Hier sind die Infos und da steht genau das gleiche nochmal, was ich eben schon gesagt habe. Und Palkia erscheint in Raidcamp. Nutze die Chance, dieses legendäre Pokémon zu fangen, bevor es sich wieder in seine eigene räumliche Dimension zurückzieht. Allzeit sichere und schöne Entdeckungsreise. Joa, ich kenne das wie gesagt nicht. Aber ein weiteres Pokémon vom Typ Drache, wie Rayquaza so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Auch wenn ich finde, dass Rayquaza einfach richtig genial aussieht und tausendmal besser. Soll aber auch bis 3900 WP ungefähr erreichen. Also ist schon ein Brocken, den man sich natürlich da aneignen möchte. Und da gibt es natürlich auch Übersichten. Switch ich mal kurz hier rüber. Vom Linken Networks, ne? Grüße gehen raus. Der Wasti hat heute auch was geschickt, aber das war das Erste, was heute in die Gruppe reinkam, wo wir uns nochmal kurz das angucken können. Er hat also die Pokédex-Nummer 484, Palkia vom Typ Wasser und Drache, HP 189, Attack 280, Verteidigung 215. Wenn ihr es aus dem Raid bekommt, ohne Wetterboost, hat ein 100%iges, also 2280. Den Wert solltet ihr euch merken, denn ja gut, bei Regen und bei windigen Wetter ist es geboostet. Da könnt ihr es auch auf Level 25 aus den Raids ziehen. Da hat es dann schon 2850. Wenn es ein 100er ist, es kann, Drachenattacken, aber natürlich auch Wasserattacken, Feuerattacken, steht alles dabei. Drachenodem ist das, glaube ich, Dragon Breath und Dragon Tail, also Drachenrute, kann es erlernen. Dracometeor, genau wie Dragoran mit den Community Day Moves. Und am besten, was schon immer so war, Drache gegen Drache ist sehr effektiv. Deswegen auch aufgelistet die Konter, die ihr nehmen sollt auf Platz 1, Rayquaza. Mit Drachenrute und Wutanfall.
Obwohl man sagen muss, ihr seid effektiv dann gegen Palkia, aber Palkia ist auch sehr effektiv gegen euch, da es eben Drache gegen Drache, schwach gegen schwach ist oder sehr effektiv gegen sehr effektiv. Alternativ könnt ihr natürlich dann auch wieder Dragoran nehmen, Palkia selber natürlich, wenn ihr eins gefangen habt oder habt schon gleich ein gutes am Anfang, könnt ihr das ja hochziehen, ihr habt ja alle 500 Sonderbonbons auf Lager. Da könnt ihr das hochziehen, könnt das auch direkt schon benutzen dagegen. Euer 100er Kindwurm habt ihr natürlich auch schon entwickelt, weil ihr nicht warten könnt bis zum Community Day. So könnt ihr also das Brutalander auch nutzen, genau wie Latios. Warum Latias jetzt nicht dabei steht, weiß ich nicht. Geht bestimmt beides gut. Und Gardevoir ist auch mit dabei als Psycho-Pokémon. Joa, das sind erstmal ein paar Konter, ihr werdet sicherlich was davon haben. Ich meine, es war ja auch Dratini Community Day, da werden einige sicher wenigstens ein paar Dragoran haben. Außerdem Dragoran aus der ersten Generation seit Anfang an dabei. Rayquaza haben viele einfach noch gar nicht, obwohl das auch schon mal in Raids war. Aber wer keine Raids machen kann, kann sich sicherlich ein paar Dragoran zusammenbasteln. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Aus aktuellem Anlass wird es morgen am Mittwoch auch keine Raid am Mittwoch-Folge geben. Da das immer so bescheiden ist, dass einmal im Monat genau der neue Raid-Boss am Mittwoch verfügbar ist, wenn ich die Raid am Mittwoch-Folge machen möchte. Und so wird die Raid am Mittwoch-Folge diesmal am Donnerstag kommen, damit morgen, sobald Palkia da ist, ihr den ersten Palkia-Raid auch von mir seht, den neuen Pokédex-Eintrag. Und angeblich wäre es mit 3 Leuten auch schon machbar. Das wird man nach der Zeit natürlich sehen, da tauchen wieder überall die Videos auf. Am Anfang stehen da erstmal 100 Leute an der Arena, werden das alles machen. Zum Ende hin werden es dann immer weniger, da ist gut, wenn man weiß, dass man es mit 2, 3, 4 Accounts schafft. Da kann man sich natürlich besser absprechen oder bei Raid-Touren einfach Gas geben, muss nicht immer auf 1000 andere Leute warten. Und kann da schön raiden und sich hoffentlich ein gutes schnappen. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Freut ihr euch auch schon auf Palkia? Wie findet ihr das Teil überhaupt? Wie gesagt, ich kenn's nicht, ihr kennt's bestimmt. Könnt ihr mal eure Meinung mit dazu schreiben in die Kommentare. Dann sehen wir uns morgen bei den Palkia Raids. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg, viel Spaß. Und bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.